Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Hier ist wieder Money und heute geht es, wie ihr es im Thumbnail schon gesehen habt, um das Fibonacci Retracement und welche Mathematik dahinter steht. Ich werde aber auch ein bisschen allgemein was zur Fibonacci-Folge sagen und wie sie in der Natur vorkommt, wie man das einzeichnet, wie das beispielsweise getradet wird, was ich davon halte, und ich werde euch auch noch eine Trading-Alternative mitgeben und auch ein bisschen was für die langfristige Anlage, denn man kann dieses Fibonacci Retracement auch für langfristige Investitionen benutzen. Fangen wir also an mit dem, was das eigentlich ist. Fangen wir erstmal an, wie man das Ganze einzeichnet. Man kann sich hier an der Stelle einfach merken, dass man das immer von der Vergangenheit in die Zukunft einzeichnet. Und zwar entweder vom Minimum zum Maximum oder eben, wenn es bei einer Abwärtsbewegung ist, vom Maximum zum Minimum. Und dann gibt es hier verschiedene horizontale Linien und das sollen dann entsprechend Widerstände oder Unterstützungszonen sein. Wenn wir jetzt hier das bei einer Aufwärtsbewegung eingezeichnet haben, dann sind diese Geraden hier Unterstützungen, die hier in dieser Abwärtsbewegung dann von Bedeutung sein können. Ihr seht schon, dass diese hier ganz schön nah beieinander sind. Zum Beispiel hier das 50% Retracement oder auch 0,5 Retracement genannt. Und man sieht schon, das sind hier nicht wirklich 50% von der ganzen Bewegung. Aber das liegt einfach daran, dass das hier der logarithmische Chart ist. Und ich wollte einfach nur an der Stelle nochmal sagen, dass wenn man hier den logarithmischen Chart nimmt, dass das hier von TradingView direkt umgerechnet wird. Schaut man sich das hier auf dem linearen Chart an, dann sieht das schon eher nach 50% aus. Und ich habe das jetzt hier am Beispiel Bitcoin von der letzten Aufwärtsbewegung gemacht. Also wir sehen jetzt hier das Tief vom letzten Bärenmarkt bei 3215 und das letzte Hoch vom letzten Bullenmarkt bei 68.958. Und jetzt wird hier behauptet, dass das natürliche Unterstützungen sind. Und das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Dazu müssen wir uns aber erstmal anschauen, warum die Fibonacci-Folge überhaupt in irgendeiner Art und Weise natürlich sein könnte. Die Fibonacci-Folge ist eine Zahlenfolge, die sich relativ einfach berechnen lässt. Man fängt mit den Zahlen 0 und 1 an, addiert diese beiden und wenn man 0 plus 1 rechnet, dann kommt 1 raus. Und das ist die Folgezahl. Wenn man 1 plus 1 rechnet, kommt die Folgezahl 2 raus. Wenn man 1 plus 2 rechnet, dann kommt 3 raus. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Also auch hier 34 plus 55, das sind 89, das ist dann die Folgezahl. Und wenn man sich diese Folge anschaut, dann denkt man erstmal, dass es relativ harmlos ist. Tatsächlich gibt es aber wahnsinnig viele Beispiele dafür, wo man dieser Folge im Alltag oder in der Natur begegnen kann. Zum Beispiel sehen wir hier so ein Kachelmuster. Wir nehmen einfach ein Quadrat, was eine Kantenlänge von 1 hat, und machen daneben ein entsprechendes Quadrat, was wiederum die Kantenlänge 1 hat. Das sind hier die ersten beiden Zahlen. Danach kommt ein Quadrat mit der Kantenlänge 2, dann eins mit der Kantenlänge 3. Und immer so weiter. Und wir sehen schon hier, dass es so eine Art Spiralmuster entsteht. Dasselbe kann man zum Beispiel hier auch mit Halbkreisbögen machen. Das sind zwei Beispiele, die ihr zum Beispiel bei dem Wikipedia-Eintrag finden könnt. Dazu natürlich wie immer eine Quelle unten in der Videobeschreibung. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben jetzt Spiralen mit der Natur zu tun? Hier möchte ich aber nur ein einzelnes Beispiel nehmen, nämlich die Sonnenblume. Auch dazu habe ich euch eine Seite unten verlinkt, wo ihr das nochmal ein bisschen genauer nachschauen könnt. Denn hier in dieser Sonnenblume, das Ganze kann man als Muster einzeichnen und wenn man hier noch ein bisschen mehr ins Detail geht, dann kann man diese Spiralen hier in dieser Anordnung der Kerne mit erkennen. Das Ganze sieht man hier zum Beispiel auf der Seite, die ich euch verlinkt habe, also diese Spirale und auch diese Spirale sind beide im selben Bild enthalten. Man muss hier nur die Kerne anders färben. Mehr möchte ich hier an der Stelle nicht ins Detail gehen. Ich wollte hier an der Stelle nur erwähnen, dass man diese Folge eben auch in der Natur sehen kann. Kommen wir jetzt dazu, wie man diese Retracements tatsächlich ausrechnet. Also welche Mathematik steckt dahinter? Hier brauchst du wirklich keine Angst haben, das ist wirklich ziemlich einfach. Das kann man tatsächlich schon in der Grundschule verstehen, wie das Ganze ausgerechnet wird. Und ich werde dir das natürlich hier Detail für Detail erklären. Das Schwierigste bei den Retracement ist es eigentlich, auf diese Werte von 0,236, 0,382 und so weiter zu kommen. Wenn man die Werte erstmal herausgefunden hat, dann ist der Rest eigentlich relativ einfach. Ich teile die Erklärung jetzt in zwei Teile ein. Wir machen erstmal die einfachen, also das, was wir jetzt hier im grünen Balken sehen, und dann erkläre ich die Sachen, die hier in diesem gelben Rechteck jeweils sind. Also das Nuller-Level, das ist im Prinzip einfach das letzte Top oder das letzte All-Time-High und dementsprechend auch genau 68.958. Das Einzel-Level, das ist das letzte Minimum, also dort, wo man das angefangen hat einzuzeichnen. Dementsprechend 3215. Im Prinzip muss man hier eigentlich gar nichts rechnen. Und dann haben wir noch das 0,5er Level, also genau die Hälfte zwischen den beiden. Dann könnte man zum Beispiel diese beiden addieren und durch 2 teilen. Oder wir benutzen jetzt an der Stelle einfach die Formel, die wir für die nächsten 4 Level dann auch brauchen. Wir rechnen einfach das Top minus, Klammer auf, Top minus Bottom, also 68.958 minus 3215 und dann mal das Level. Das heißt, in dem Fall hier ist es 0,5
Und die Differenz von Top minus Bottom ist genau 65.743. Und wenn man das hier von dem subtrahiert, kommt man auf 36.086,5. Wenn dir das jetzt einfach noch ein bisschen zu schnell war, dann kannst du auch einfach mal kurz pausieren und das vielleicht selber nochmal nachrechnen. Ich glaube, mehr als einen kleinen Schmierzettel braucht man dafür eigentlich nicht. Kommen wir jetzt zu dem etwas schwereren Teil, der hier im gelben Rechteck ist. Ihr seht, das sieht schon ziemlich kompliziert aus, aber es ist tatsächlich ganz einfach. Ihr müsst hier nur ein ganz kleines bisschen durchhalten. Versuchen wir also erstmal zu klären, was dieses Fn bedeutet. Fn ist einfach irgendeine Zahl in der Fibonacci-Folge, zum Beispiel die 2. Und Fn plus 3 ist genau die Zahl, die drei Folgeglieder später kommt. Also 1, 2, 3. Das ist hier an dem Beispiel die 8. 2 durch 8 ist dann 0,25, weil man das hier dividieren muss. Und ihr seht schon, 0,25 ist zwar nah dran an 0,236, aber nicht so ganz genau. Und deswegen gibt es hier dieses Zeichen Limes n gegen unendlich noch, das eigentlich nur sagt, dass diese Zahl rauskommt, wenn man dieses Verhältnis gegen unendlich gehen lässt. Aber so kompliziert muss man es gar nicht machen. Es reicht schon, wenn man einfach große Zahlen benutzt. Hier reicht es sogar schon, wenn man die Zahl 13 und 55 benutzt. Wenn man diese beiden Zahlen nimmt, 13 durch 55 ist 0,236 und das ist schon genau diese Zahl. Natürlich ist das hier wieder gerundet. Tatsächlich kommt man auf das exakte Level nur, wenn man das wirklich diesen Limes gegen unendlich gehen lässt. Aber die Nachkommastellen, die machen so wenig aus, dass man das tatsächlich nicht machen muss. Und so gehen wir dann bei den anderen Leveln auch vor. Die einzigen Unterschiede sind hier immer im Nenner zu finden. Hier ist es n plus 2, also der Nachfolger des Nachfolgers. Das wäre hier in dem Fall 2 durch 5 ist 0,4. Weiter hinten dürfte das dann wieder entsprechend genauer sein. Dann kommen wir zum Golden Pocket. Das ist dann tatsächlich eine Fibonacci-Zahl dividiert durch ihren Nachfolger, also zum Beispiel 55 durch 89. Und hier kommt man ungefähr auf die Zahl 0,618. Dieses Golden Pocket wird tatsächlich sehr häufig benutzt. Und hier wird das meistens noch aus meiner Sicht willkürlich ergänzt mit dem Level von 0,65, damit man dieses Golden Pocket mehr als eine Preisspanne sieht und nicht als ein konkretes Level. Und das wird meistens dann für Long Trades benutzt. Jedenfalls, wenn man das für Trades mit vom Bottom zum Top einzeichnet und nicht vom Top zum Bottom. Andersrum wäre es dann entsprechend die Short-Position. Und dann haben wir noch das 0,786 Retracement. Und hier wird tatsächlich aus dem einfach nur die Wurzel gezogen. Und soweit ich das weiß, ist das völlig willkürlich. Und hier wird dann relativ häufig dieser Stop-Loss gesetzt. Nachdem wir jetzt wissen, wie man diese einzelnen Level berechnet, müssen wir jetzt das nur noch in die Formel einsetzen. Also der Wert vom Top minus der Wert vom Top minus vom Bottom. Und das mal das Level. Und dann kommt man hier auf diese entsprechenden Ergebnisse. Und wenn man hier diesen Bereich benutzen möchte, muss man das hier wieder dasselbe rechnen, nur mal 0,65. Dann hat man dann hier einen entsprechend tieferen Wert, der etwas unter 28.000 sein dürfte. Jetzt wissen wir, wie man das Ganze berechnet. Jetzt ist die Frage, wie wird das getradet? An der Stelle möchte ich zuerst mal sagen, dass ich jetzt nur eine Seite von irgendwelchen Tradern genutzt habe und mir das ein bisschen angelesen habe. Ich selber habe ja keine Trading-Erfahrung. Das heißt, ihr solltet euch hier an der Stelle vielleicht nochmal anders informieren. Aber als ersten Einstieg sollte dieses Video ganz gut möglich sein. Die Quelle dazu gebe ich euch natürlich wieder unten in die Videobeschreibung. Am sinnvollsten ist es, mit dem Golden Pocket anzufangen. Es gibt auch Statistiken dafür, dass das Golden Pocket am besten funktioniert. Dazu findet ihr auch unten was bei den Quellen, nämlich das Fundstück, was ich euch mit reingepackt habe. Ist zwar auf Englisch, aber ich denke, man kann das ganz gut verstehen. Also Golden Pocket als Einstieg. Das heißt, man fängt ungefähr beim 61.8er Retracement an. Und ergänzt das noch mit dem 65er Fibonacci Retracement Level. Und in dem Bereich würde man dann die Long-Position eröffnen. Und entsprechendes Stop-Loss kann man hier verschiedene Sachen wählen. Also das 78er Retracement, über das ich eben schon gesprochen habe, wo man nur die Wurzel draus zieht. Das letzte Tief im Chart oder der Startpunkt des angelegten Golden Pockets. Also wissen wir jetzt schon mal, wo man den Stop-Loss setzen kann. Nämlich bei 17.284. Das ist dieses 78er Retracement. Man kann es aber auch auf der Unterseite machen. Ich habe das Golden Pocket jetzt hier nur freihand gezeichnet. Ich habe das 65er Level nicht direkt ausgerechnet. Wenn man das hier unten wählt, dann hat man natürlich entsprechend ein tieferes Ziel. Wenn man hier unten den Stop-Loss wählt, muss man weiter oben das Ziel setzen. Das hat dann was mit dem Chance-Risiko-Verhältnis zu tun. Auch dafür gibt es entsprechende Tools bei TradingView. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Was wir jetzt also noch rausfinden müssen, ist erstens, wo ist unser Zielbereich? Und die zweite Frage, die ich jedenfalls interessant fand, war, ob die Leute, die jetzt hier einen Long Trade eröffnet haben, ob die jetzt hier schon ausgestoppt worden sind. Deswegen schauen wir uns das mal genau an. Also dieses 78er Retracement ist bei 17.200 und ein bisschen was und wir sind hier beim Minimum bei 17.600. Das heißt, wir sind hier ganz kurz davor gewesen, ausgestoppt zu werden. Trotzdem wäre die Long-Position, die jetzt hier eröffnet worden wäre, noch im Minus. Und es ist natürlich fraglich, ob dieser Trade tatsächlich noch irgendwie ins Plus kommen wird.
Und jetzt ist die Frage, wo ist das Ziel? Auf der Seite sind hier verschiedene Ziele angegeben worden. Also das entgegengesetzte Golden Pocket, das wurde da leider nicht erklärt, was das ist. Es gibt hier aus meiner Sicht mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man 1 minus das 0,61 Retracement nimmt, da kommt man eben auf dieses 0,38 Retracement. Das wäre dann bei 44.000. Dann hätte man ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,37, was eher nicht so gut ist. Das 23,6 Retracement würde eigentlich hier besser passen. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass man ein weiteres Retracement einzeichnet, nämlich von der gesamten Abwärtsbewegung, also von Top zu Bottom und dort das Golden Pocket anlegt. Da ich das aber nicht genau weiß, wollte ich das hier in dem Video nicht unbedingt verarbeiten. Wichtig ist, wenn man jetzt hier so eine Long-Position aufmacht, es gibt hier immer so ein Chance-Risiko-Verhältnis, das wird auch von diesem Tool in TradingView direkt ausgerechnet. Habe ich jedenfalls mich angelesen, dass dieses Verhältnis mindestens zwischen 1,5 und 2 sein sollte. Also 1,37 ist entsprechend schlecht. Und die letzte Möglichkeit ist das letzte Hoch. Warum ich das für problematisch halte, werde ich dir dann im Fazit nochmal erklären. Und zu dem kommen wir jetzt direkt. Also die Hauptargumentation ist ja, dass dieses Fibonacci Retracement Tool, dass das natürliche Widerstände und Unterstützungszonen sind. Aber der Beweis für die Natürlichkeit der Unterstützung wird aus meiner Sicht nirgendwo mitgeliefert. Ich habe jedenfalls noch keine Quelle dazu gefunden. Und ihr wisst ja, ich bin jemand, der evidenzbasiert denkt. Und wenn ich keine Beweise dazu sehe, dann glaube ich das erstmal nicht. Deswegen habe ich mir einen kleinen Test überlegt. Ich habe hier verschiedene Niveaus mir überlegt, also 0, 20, 40, 60, 80, 100. Und habe jetzt hier immer zwischen diesen Zahlen irgendwelche zufälligen Zahlen mir durch den Zufallsgenerator erstellen lassen. Und habe mal geguckt, inwieweit diese Linien auch getradet werden können. Also inwieweit funktioniert das jetzt zum Beispiel als Unterstützungszone. Ich habe diese ganzen Zahlen genommen, habe das genauso ausgerechnet, wie wir es am Anfang des Videos schon mal ein bisschen besprochen haben und bin dann hier auf diese Niveaus gekommen. Die 0,5 habe ich direkt übernommen, weil das ja auch kein echtes Fibonacci Retracement ist. Und außerdem denke ich, dass das ja auch einfach eine psychologische Marke ist. Und wir sehen zum Beispiel hier, dass es eine Gegenbewegung gab, die man long hätte traden können. Die Frage ist nur, ob man das Ziel dann gut setzt. Auch hier hätte man sagen können, dass der Schlusskurs von der roten Kerze knapp drüber war. Und dementsprechend kann man hier auch wieder einen Long Trade machen. Wenn man hier den Stop-Loss entsprechend tief setzt, hätte man hier einen guten Long Trade theoretisch machen können. Und hier würde nochmal genau dasselbe funktionieren. Tatsächlich hätte man hier sogar zwei Long Trades machen können. Also einmal an der Stelle, einmal an der Stelle. Und auch hier ist der Tagesschlusskurs von dieser großen roten Kerze etwas über diesem Level. Trotzdem würde ich sagen, also rein intuitiv, ich habe das jetzt nicht genauer überprüft, dass das ein bisschen schlechter funktioniert als die echten Retracements. Und das wird häufig auch als Argument genannt von denjenigen, die von dem Fibonacci Retracement überzeugt sind. Aber das liegt aus meiner Sicht hauptsächlich daran, dass es eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Denn wenn alle sich diese Fibonacci Retracements einzeichnen, klar, es gibt leichte Schwankungen zwischen den Börsen, aber wenn sich das alle so einzeichnet, dann sind die Niveaus in der kleinen Abweichung immer relativ konkret. Und dementsprechend würden mehrere Leute dann an den entsprechenden Niveaus Long Trades aufbauen. Und immer wenn man einen Long Trade eingeht, werden ja auch Bitcoins gekauft. Und immer wenn man eine Long Position schließt, werden sie wieder verkauft. Und dementsprechend wird durch diesen Kauf beim Eröffnen eines Long Trades so eine Gegenbewegung gegen den Trend ermöglicht. Aus meiner Sicht ist das hier definitiv möglich, weil es so eine Art insgeheime Absprache zwischen allen Tradern ist. Und dementsprechend ist für mich die Natürlichkeit hier an der Stelle überhaupt nicht bewiesen. Für Investoren und Trader ist es aber eigentlich auch egal, ob das nun eine selbsterfüllende Prophezeiung ist oder ob das eine natürliche Unterstützungszone sein soll, ist im Endeffekt auch völlig egal. Hauptsache, man kann es entsprechend handeln. An der Stelle möchte ich mit euch mal darüber sprechen, wie ich traden würde. Wobei traden müsste man hier in Anführungsstriche setzen, denn so wie ich an die Sache herangehen würde, wäre es kein echtes Traden. Aber dazu jetzt auf den nächsten Folien mehr. Also traden natürlich erstmal gar nicht. Ich würde es wirklich nur machen, wenn ich dazu gezwungen werden würde. Und da das vermutlich nie passieren wird, werde ich das vermutlich auch nie umsetzen. Und die Argumentation, warum man das nicht machen sollte, ist eigentlich relativ klar. Die Statistik spricht gegen einen. Also die meisten verlieren damit Geld und gewinnen nichts. Und ich möchte ja nicht nur profitabel sein, ich möchte ja eigentlich auch besser sein, als wenn ich Bitcoin direkt kaufen und lange halten würde. Und das dürfte mit Traden schon mal sehr schwierig werden. Wenn ich das aber unbedingt ausprobieren möchte und einfach zu viel Geld habe, dann würde ich folgendermaßen vorgehen. Ich würde erstmal keine typischen Short- oder Long-Positionen eingehen. Man kann auf fallende oder steigende Kurse auch völlig anders wetten. Das möchte ich dir jetzt auf den folgenden Folien mal mitgeben. Und das soll auch wirklich nur ein Gedankenspiel sein und keine Empfehlung, dass man das nachmacht. Also zuerst mal würde ich mein Suchtpotenzial prüfen. Denn das ist, glaube ich, eine Sache, die viele unterschätzen, die Psychologie bei solchen Wetten. Dann würde ich eine ganz klare Geldmenge festlegen. Ich würde die Geldmenge in 50 Teile aufteilen. Denn ich möchte natürlich, wenn ich schon wette,
auch am Ende schauen, wie meine Performance ist. Das heißt, ich würde mir dann natürlich eine entsprechende Statistik zusammenstellen und schauen, wie erfolgreich ich dann am Ende war, um das mit meinem langfristigen Portfolio zu vergleichen. Die Hälfte würde ich sofort in Bitcoin investieren. Und zwar richtig echte Bitcoin, also nicht irgendwelche Long-Positionen aufbauen, sondern richtig echt Bitcoin kaufen. Dann würde ich das Ganze ein Jahr halten und dabei ohne Echtgeld meine Strategie einfach mal ausprobieren. Einfach Long- und Short-Positionen in den TradingView-Chart einbauen und einfach mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstellen würde. Und nach einem Jahr wäre dann der Start genau dann, wenn mein Bitcoin-Investment im Plus ist. Und das ist im Prinzip die Strategie. Wenn ich auf steigende Kurse setze, dann würde ich hier an der Stelle mit dem Cash, also ich habe ja nur die Hälfte in Bitcoin investiert, mit der anderen Hälfte habe ich ja Cash behalten, würde ich Bitcoin kaufen und dann beim Ziel verkaufen. Und wenn ich auf fallende Kurse setze, würde ich Bitcoin verkaufen und beim entsprechenden Ziel wieder einkaufen. Wieso ist das jetzt so ein großer Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen? Also jedenfalls ist das mein Wissen, ich bin kein Steuerberater, von daher musst du dich natürlich selbst nochmal informieren. Der große Unterschied sind hier an der Stelle die Steuern. Wenn ich hier Bitcoins verkaufe für so eine Pseudo-Short-Position, dann verkaufe ich ja die ersten Bitcoins, die ich vor einem Jahr gekauft habe. Und dementsprechend sind die steuerfrei. Und wenn diese Pseudo-Short-Position daneben geht, dann bedeutet das nichts weiter, als dass ich Gewinne mitgenommen habe. Denn ich habe ja gesagt, ich würde erst ein Jahr später und nur im Plus anfangen. Und ein misslungener Long ist nichts anderes als mehr Satz. Das heißt, ich hätte hier gekauft, der Kurs geht runter. Wenn das schief läuft, habe ich immer noch die Satz, ich habe kein Geld direkt verloren. Beziehungsweise es sind erstmal nur Buchverluste. Die Nachteile sind eigentlich relativ offensichtlich. Man hat keine Hebel, dementsprechend hat man auch weniger Nervenkitzel. Ich glaube aber, dass es tatsächlich eher gesund ist. Man hat wahrscheinlich weniger Rendite als bei Buy and Hold, deswegen würde ich das persönlich auch nicht machen. Und die Zeitpunkte der Bitcoin-Käufe müssen die ganze Zeit im Auge behalten werden, weil ja auch das Steuerthema die ganze Zeit mitspielt. Ich denke aber trotzdem, dass diese Strategie deutlich besser ist, als wenn man als Anfänger Long- und Short-Positionen aufbaut, wenn man die Sache noch nicht so wirklich profitabel macht oder noch gar nicht weiß, ob die Strategie profitabel ist. Ansonsten, wenn ich jetzt das Fibonacci Retracement nutzen möchte, würde ich beim 78er Retracement kaufen, denn das hat in der Vergangenheit deutlich besser funktioniert als das 61er Retracement. Und dafür gehen wir mal gleich noch die Kaufsignale durch. Die Frage, wo man das verkauft, kann ich noch nicht beantworten. Also, ich habe verschiedene Sachen mit einem Backtest probiert und alle sind eher nicht so zufriedenstellend. Aber da gehen wir später drauf ein. Jetzt gucken wir uns erstmal die verschiedenen Kaufsignale beim 78er Retracement an. Also, das erste Kaufsignal wäre im September 2011 gekommen bei 6,42 $. Und ihr seht schon, das ist relativ nah am Boden. Das zweite Kaufsignal wäre im April 2013 gekommen. Ihr seht schon, der Hype ging hier nochmal ein Stückchen weiter. Das dritte Kaufsignal wäre im Januar 2015 gekommen bei 256,74 $. Das vierte und fünfte Signal wäre jetzt im November 2018 und März 2020 gekommen, hier beim Corona-Crash. Und das sechste Kaufsignal, das lässt noch auf sich warten. Wie gesagt, das 78er Retracement haben wir noch nicht erreicht. Interessant ist, dass man mit zunehmender Zeit immer näher an diesem All-Time-Low gekommen ist von dem jeweiligen Zyklus. Das heißt, es kann sein, dass wir entweder in diesem Zyklus oder im nächsten Zyklus dieses 78er Retracement gar nicht mehr erreichen werden. Ihr wisst das ja vielleicht auch, dass diese Abwärtsbewegungen, also diese Crash-Phasen, dass die immer geringer ausfallen. Also die erste Crash-Phase waren um die 90% und die letzte Crash-Phase hier im Jahr 2018, die waren dann eigentlich nur noch so gute 80%. Und weil die immer geringer werden, kann es einfach sein, dass wir dieses 78er Retracement irgendwann auch nicht mehr erreichen. Für zukünftige Einstiegsmöglichkeiten wäre also vielleicht das 61er Retracement dann besser. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wo könnte man denn verkaufen? Also gibt es auch Verkaufssignale durch die Fibonacci Retracements? Und hier würde ich sagen, eher nicht. Ich habe verschiedene Sachen probiert, zum Beispiel zeitliche Limits oder Niveau-Limit, und ich finde alle relativ unbefriedigend. Ich denke, dass der Hauptpunkt daran liegt, dass die Kaufsignale einfach wahnsinnig gut sind und dass danach eigentlich immer wieder dieser Hype losgeht. Und oft ist es ja so, dass man nur ein Signal pro Bärenmarkt bekommt. Also selbst wenn man jetzt hier diese Aufwärtsbewegung mitnimmt und hier im All-Time-High verkauft hat, dann ist natürlich die Frage, ja, warum nicht hier? Also man muss ja eigentlich nur ein bisschen länger warten und dann bekommt man entsprechend mehr dafür. Und deswegen sind die Verkaufssignale wirklich wahnsinnig schwierig. Ich habe vor, in der Zukunft noch mehr Mathe-Videos zu den verschiedenen Trading-Tools zu machen, zum Beispiel auf Fibonacci-Extensions. Ob die bei den Verkaufssignalen vielleicht ein bisschen besser funktionieren, das werde ich dann in dem zukünftigen Video ausarbeiten. Von daher ist es an der Stelle wirklich sinnvoll, diesen Kanal zu abonnieren, falls dich das interessiert.
Ansonsten würde ich mich noch über einen Daumen nach oben freuen, um diesen Kanal und unsere Arbeit hier entsprechend zu würdigen. Du kannst mir auch gerne hier auf Twitter folgen, wenn du möchtest, da bin ich aber nicht ganz so aktiv. Ansonsten schreib mir unten gerne in die Kommentare, was du von dieser Trading-Idee hältst und was du von den Fibonacci Retracements an sich hältst. Die Quellen findest du entsprechend in der Videobeschreibung und damit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.